Os? Hallo, wir wollten euch heute mal zeigen, wie ihr Kata auch auf engstem Raum trainieren könnt. Und zwar haben wir uns da ein paar Katas ausgesucht, die wir euch zeigen wollen. Der Trick dabei ist, dass ihr, wenn ihr in der Kata normalerweise einen Schritt nach vorne machen würdet, in dieser Version, zumindest in unserer Interpretation davon, einen Kirikaeshi macht. Das bedeutet, anstatt einen ganzen Schritt vorzugehen, zieht ihr den vorderen Fuß ran und wechselt einfach nur die Schritte. Das nennt man Kirikaeshi. Das ist in Summe, als wärt ihr einen Schritt nach vorne gegangen, aber eben auf engstem Raum, sodass ihr auch Kata sinnvoll zu Hause trainieren könnt, ohne viel Platz. Os! Os! Was sei dein? An dieser Stelle kommt als erstes der Kirikaeshi zum ersten Mal. In der normalen Kata würde ich jetzt einen Schritt nach vorne gehen. In dieser Version ziehe ich den vorderen Fuß zurück und mache den Shotoku nach vorne. Nochmal. Jetzt würde ich in der Kata einen Schritt zurückgehen. Das bedeutet, ich ziehe hier den hinteren Fuß ran, hole aus und mache den Kirikaeshi in die andere Richtung. Hier das Gleiche. Ich würde jetzt mit dem hinteren Fuß nach vorne gehen. Das bedeutet, ich ziehe erst den vorderen Fuß ran. Auch hier setze ich den vorderen Fuß vor dem Schritt um. Hier das Gleiche. Ich ziehe den vorderen Fuß zurück und mache dann die Technik. Was sei dein?